Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Europa Universalis 4 und zwar am Part Nummer 17. Jetzt weiß ich auch wieder, welchen Part wir haben. Und wir bekommen den Bonus bzw. den Effekt kolonialer Enthusiasmus. Schön. Berber haben sich erhoben, die kämpfen gerade. Wir könnten rein theoretisch mal versuchen, hier unten irgendwo eine Kolonie zu gründen. Oder aber... ja, wir könnten das leider noch nicht machen. Dafür bräuchten wir noch Aufbruch in die neue Welt. Die Idee haben wir ja noch nicht gekauft. Wir haben uns dagegen entschieden. So, Neuigkeiten vom Heiligen Stuhl. Oh! Oh, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber... Der Kardinal, den wir die letzte Folge gerade noch gekauft haben, der ist direkt... als aktiver Kardinal reingekommen. Das ist ziemlich interessant und eigentlich auch ziemlich gut, weil den haben wir jetzt sehr günstig da platzieren können. Was natürlich ein Vorteil ist. Wir haben mal wieder einen Beleidigungskriegsgrund gegen Portugal. Die haben uns mal wieder beleidigt. Ich frage mich, was die damit bezwecken. Die sind einfach mal mächtig schwach, aber trotzdem beleidigen sie uns ständig. Naja. Oh, das ist sogar schon eine Kernprovinz von ihnen. Ich weiß nicht, aber irgendwie... Die sind auch schon, ne? Wobei, die sind nicht so weit, doch, die sind auch schon so weit in der Verwaltung. Das verstehe ich nicht so ganz. Warum ist unser Kardinal jetzt raus? Der wurde wieder rausgedrängt. Ach, das ist immer so ein bisschen blöd. 10 Revoltenrisiko in Tanga oder Bemühungen intensivieren. Ja gut, ich möchte nicht, dass in Tanga dir das Revoltenrisiko weiter steigt. Das ist schon eine Kernprovinz von uns. Ich würde es ja gerne missionieren, aber dazu fehlt uns momentan einfach die Möglichkeit. So, Barcelona gehört zu unserer Kernprovinz. Was auch schön ist. Und... Das brauchen wir eigentlich nicht. Die Kultur brauchen wir eigentlich nicht ändern. So einen großen Mali haben wir da nicht. Haben wir übrigens einen sehr schönen Handelseinfluss. 7,8 hat Barcelona immerhin. Zählt zu Genua. Dadurch haben wir gleich unseren Einfluss hier ein bisschen mehren können. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir den Handel übertragen oder abschöpfen. Ich würde mal sagen, wir haben gar keinen Händler dafür da. Wir könnten ihn von hier zurückrufen eigentlich. Oh, die befinden sich im Krieg. Mit wem denn? Ach, nur mit Bosnien. Der bosnische ungarische Bestrafungskrieg. Das war ein großer Krieg. Guckt man sich mal die Schlachten an. Was da und was für Werte auch in den Schlachten hinter sind. Da kann man sich mal vorstellen, was da für Material in die Schlacht reingeworfen wurde. Aber ist aktuell ein ziemlich großes Minus für Frankreich. Also die scheinen eine ganze Menge verloren zu haben. Gegen Bosnien. Lasst uns das mal anschauen. Das würde mich dann tatsächlich mal interessieren. So. Der bosnische Krieg, das muss doch hier... Guck mal, hier haben wir Portugal. Was macht denn Portugal da oben? Was macht Portugal denn? Ist Portugal noch verbündet mit Frankreich? Ja, tatsächlich. Die sind noch verbündet. Mhm. Aber die haben eine ganze Menge verloren, die Franzosen. Aber viele einzelne kleine Provinzen. Breiten sich hier nach oben richtig aus. Flämisch. Brabant. Mhm. Hier ist Ungarn. Da muss ja Frankreich hier unten irgendwo total stark mitmischen, weil hier ist ja... Wer ist jetzt eigentlich alles Kriegsteilnehmer hier? In dem Krieg, das würde mich mal interessieren. Kann man das nicht sehen? Komm schon.
Nee, irgendwie nicht. Oh, aber es hat sich schon mal erledigt. Marokko führt gegen Algerien Krieg. Wir haben einen neuen Beraterplatz. Ich werde da den kleinen Berater nehmen. Ich hätte gern so einen Zweierberater für unseren Administrationsplatz. Aber es gibt keinen Zweierberater. Es gibt nur den teuren hier, der 14 im Monat kostet. Da würden wir 2,12 bekommen. Dann behalte ich lieber den hier ein. Einfach. So. Wunsch nach Reformen. Die Kirche wünscht sich Reformen. Das ist sehr interessant. Es ist ein Omen und wir verlieren an Stabilität. Na toll. Na toll. Das möchte ich jetzt aber nicht aufwenden. Was kriegen wir dann als nächstes? Gutshöfe und Produktionseffizienz. Das wäre natürlich ziemlich nett, eine höhere Produktionseffizienz zu bekommen. Das übt sich dann, das wirkt sich dann auf die ganzen Waren aus, die wir handeln. Und wenn wir eine bessere Produktionseffizienz haben, bedeutet das natürlich mehr Handelswert und demnach mehr Geld, was wir bekommen. Wir stehen zwar auch ganz gut im Saft, so ist es nicht, aber ich glaube, vom Geld kann man nie genug haben. Oh, die haben's, die haben Valencia sich zurückgeholt. Das ist gut, zwei Flottentraditionen erhalten. Ich bin am Überlegen, ob wir, ich würde mir ganz gerne echt Girona holen. Aber ich habe so ein bisschen Angst. Frankreich ist halt absolut... Die haben Bündnis mit Ungarn und mit Portugal. Das kann durchaus sein, dass Portugal mir dann in den Rücken sticht. Wenn ich mich dazu entscheide. Aber die befinden sich auch gerade im Krieg mit England. Und verlieren da dürftig. Und zusätzlich durch nach und nach an Boden. Wir werden mal... Wie schaut... Warte mal. Wir werden erstmal ein paar Langbögen ausbilden. So, das ist Punkt 1. Wir werden erstmal wieder ein bisschen hier unsere Kollegen aufbauen. Dann haben wir gleich sowieso eine neue Technologiestufe beim Militär. Und das bedeutet, wir können unsere Infanterie sogar verbessern. Und zwar zur Galloglee-Infanterie, wie auch immer man die ausspricht. Wir gucken mal, Frankreich hat aktuell eine Technologiestufe von 9, also wir sind denen da nicht voraus, sondern eher gleich auf. Wir sind auch bei 9, gerade eben geworden. Können wir jetzt Bronzemörser bauen? Ne, das können wir noch nicht bauen, das ist erst auf Stufe 10 der Fall. Also derlei keine Veränderung. Ich baue trotzdem meine Truppen auf. Ich möchte ganz gerne... versuchen. Sind wir mit denen verbündet aktuell? Ja, wir sind mit ihnen verbündet. Es ist die Frage, für welche Seite entscheiden sie sich? Ich werde trotzdem erstmal meine Truppen ein bisschen vorziehen. Ach doch, wir können Bronzemörser bauen. Nevermind. Dann werde ich auch ein paar Bronzemörser aufstellen. Und dann werde ich in Zukunft oder demnächst Richtung Frankreich marschieren. Wir haben die Mannstärke dafür. Frankreich ist aktuell geschwächt. Befinden sich mitten im Krieg mit England. Selbst wenn der Krieg mit England vorbei ist, dann können wir immer noch den richtigen Zeitpunkt abpassen. So ist es nicht. Aber so, wunderbar. Administrative Technologie. Wir können Gutshöfer bauen. Und Portugal beleidigt und fleißig weiter. Warum auch immer. Also ich werde Portugal definitiv nicht angreifen. Ich glaube, wenn sie uns angreifen, würden sie auch Stabilität verlieren. Ich werde mal meine Truppen vorziehen. Wir müssen sowieso mehrere Regionen von denen angreifen, weil Girona ist schon ziemlich wichtig. Muss man einfach mal sagen.
Eine schöne, wobei eigentlich nicht wichtig, aber Girona gehört halt einfach mal zur Iberischen Halbinsel. Das möchten wir dann ganz gerne wieder haben. Jetzt haben sie schließlich Aragorn weggeluchst. Und das sollte ja dann machbar sein. So, jetzt können wir uns entscheiden, ob wir Suche nach der neuen Welt wählen und eventuell ein bisschen rüberschippern. Ich gucke mir mal an, was haben wir denn für eine Kolonialreichweite aktuell. Das müsste hierbei sein. Hier ist die Kolonialreichweite 115 nur. Das ist nicht sonderlich weit. Um das mal klar zu sagen. Das ist nicht sonderlich weit. Ich frage mich, ob wir... Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir irgendwo unseren exakten Wert sehen können. Also was für eine Kolonialreichweite wir haben. Es müsste ja eigentlich irgendwo hier in der Nähe mit bei sein. Nicht bei Religion, Expansion. Hier müsste es mit bei sein. Kolonialistenreisezeit 275 haben wir gerade. An Reichweite. Ich glaube, wir warten noch, bis unsere Technologie da ein bisschen besser ist. Also wir hier mehr Kolonialreichweite haben. Auf Stufe 9 kommt nochmal 50 Kolonialreichweite dazu. Ja, ist nicht immer ganz einfach, da eine Entscheidung zu treffen. Ich kenne, weiß gerade nicht so den idealen Weg. Gebe ich ganz offen zu. So. Aber wir sind gerade tatsächlich sogar minus etwas. Können wir mal schauen. Lokaler Steuermodifikator, Tempel. Dann bauen wir doch hier und hier einen Tempel hin. So. 50 Argumente. Na, also Prestige können wir nicht verlieren. Wir können aktuell einfach kein Prestige verlieren. Das ist echt mies. Aber wir verfallen momentan so stark. Es ist einfach nicht mehr feierlich. Das ist immer noch ihre Heimatprovinz von Aragorn. So. Okay. Ich würde sagen, an der Stelle speichern wir mal ab. Und dann geht es beim nächsten Part weiter, dass wir mal schauen, ob wir den Kriegsgrund gegen Frankreich durchsetzen werden oder nicht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Rio. Ciao.